Sind wir schon live? Oh Gott, das hab ich mir ja nur angetan. Glück auf, ihr Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier bei Adel1993 Unboxing Teil 2. Und ich habe euch ja versprochen, dass heute ein Gast an diesem Video teilnimmt. Hallo, ich bin der Jean. Französischen Name muss sein, ist geil. Und ja, ich dachte, ich komme einfach mal vorbei. Und setz dich neben mich. Ja, ihr müsst nämlich wissen, wir beide hatten ja vor kurzem Geburtstag und wie ich das schon in Teil 1 gesagt habe, eigentlich feiern wir unsere Geburtstage immer schön mit den Kollegen zusammen in der Runde. Geht nur dieses Jahr nicht, also nehmen wir es hier auf fürs Video. Und er hat auch noch einen kleinen Teil zum Auspacken und das machen wir jetzt nämlich direkt am Anfang. Er wollte auch mal mit ins Video kommen, hat er gesagt. Wir haben ihm dann letzte Woche nach unserem... Ja, wir haben... Er hat ja gesagt, irgendwann. Und ich würde sagen, wir verlieren auch keine Zeit und fangen jetzt an und packen mal seine Geschenke. Also er macht das, weil ich sitze nur hier rum und werde ab und zu mal etwas nippen. Prost! So, aufgrund von Werbung halten wir mal die Tüte über so. Ja, das Logo war schon zu sehen, alles Problem. Irgendwas Gelbes. Ich habe 96 Abonnenten, da wird sich niemand beschweren. Ich schon. So, wollen wir mal gucken. Schönes Küchenpapier, das muss das sein. Oh, KitKat, das kenne ich irgendwie. Hast du das nie auch? Hast du auch noch mein Video? Die können wir zusammen. Du musst es mal in die Kamera halten. Na, lecker. Es ist zwar nicht, aber naja, gut. Was? Ich soll ehrlich sein. Es war von Drehbuch die Rede, niemals von Ehrlichkeit. Okay. Zeitungspapier, eigentlich können wir es gebrauchen. Oh, guck mal, halbes Ei mit D-Licht. Hast du das so gekriegt? Nicht schlecht. Na? Sogar noch hier, ne? Richtig. Und hier, das halbe Ei. Na? Da kann man mal einen schönen das ist schon Lichterabend machen. Ziemlich nice. Das kann weg. Du wirfst meine Wohnung hier mit Müll voll. Ja, ist nicht meine Wohnung. Und du wolltest eh sauber machen, also dachte ich mir, mache ich das doch mal. Auch wieder für ein Teelicht. Da können wir auch das Ei reintun. Aber das bleibt nicht gerade stehen. Nicht? Nee, leider nicht. Okay. So. Ein kleines Bonbon. Ja, muss so gesagt werden. Ach, ich liebe das. Du bist zum ersten Mal mit in so einem Video und du guckst sofort ganz anders, als wie du normal gucken würdest. Wie guck ich normal? Pingpongbälle oder Tischtennisbälle? Cool. Was soll ich damit machen? Oh mein Gott, ey. Anders sagst du. Oh, schön. Schokolade. Hast du Schokolade da? Schokolade? 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 Nee. Ich will abnehmen. Das habt ihr alle im Video gesehen. Ich habe keine Schokolade da. Du willst abnehmen? Ich nicht. Ich muss noch ein bisschen was auf der Rippen kriegen. Bin noch zu leicht. Was ist das? Für den Finger kann ich hier ein Tier nachspielen. Eine Kuh. In dem Falle kann ich eine Kuh nachspielen. Mit den Finger. Naja. Vielleicht habe ich dafür Verwendung bei meiner Freundin. Mal sehen. Mal wissen es nicht. Darauf ein Schlückchen. Ja, ich habe auch schon einen trockenen Mund. Ah, schön. Und Andi, freust du dich schon auf deine Geschenke? Ich will hoffen, dass ihr mir was ordentlich Großes eingepackt habt. Alles, was wir da einpacken, ist groß. So, wir gehen zum nächsten Paket. Ich hasse das immer so. Oh, London. Ich frage erst, was das jetzt sein soll. Okay. Aufruf ans Publikum, an unsere Zuschauer. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was das hier ist. Ich frage für einen Freund. Du musst auch mal die Verpackungen schön in die Kamera. Ja. Das ne? ist eine weiße Schachtel. Hallo, das ist, genau. Das ist Sensation. Sensation. Der Inhalt ist noch geiler. Wir fangen erst mal mit sowas an. Ah. Ah. Ne? Er lernt noch, er ist noch Jungfrau. Also ich bin noch in der Ausbildung. Fühlt sich gut an, ich weiß, was das ist. Ich weiß es. Soll ich es vorher sagen, was es ist? Na, mach mal, sag mal.
Ich würde sagen, es ist ein Flaschenöffner. Ach so, ein Endischer, wie du schon mal von den Kollegen weggenommen hast, oder? Nein. Diesmal von dem Kollegen wahrscheinlich selbst gemacht. Oh, das ist natürlich sensationell. Den kannst du echt mal ordentlich zeigen hier. Richtig. Na? Man beachte den Namen Hot Shaw. Wer das nicht glaubt, ne? Und hinten steht auch noch was. Oh. Ja, ne? Na, erklär wenigstens mal, was das ist. Da steht Tres Amigos gewinnert. Erklär wenigstens mal auf, was das ist. Genau, Tres Amigos. Wir haben eine Gruppe für Sky, was war das? Für den Sky 6er Pack. Übrigens, genau. Hashtag keine Werbung. Na, und da haben wir eine Tippgemeinschaft oder Gruppe. Und wir nennen uns Tres Amigos, weil wir sind zu dritt. Und da habe ich letztes Jahr souverän gewonnen. Und da neben mir, da kotzt du mal ab, wenn ich besser bin als er. Ist nicht schwer, aber naja. Und deswegen, Tres Amigos. Schön, freue ich mich. Also das ist das beste jetzt Geschenk. Alles? Ja, Tüte ist leer. Wir wollen ja keine Werbung machen für diverse Ketten. Und das ist das geilste Geschenk. Da freue ich mich am meisten. Das ist richtig geil. Da muss ich euch Danke sagen. Ne? Das ist wirklich so? Sehr gerne. Wir werden demjenigen das aus... Also derjenige wird natürlich, von dem er das hat, das Video sehen, logischerweise. Deswegen? Also zumindest, wollen wir denn das beraten haben. Und wir brauchen Klicks. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann lasst es bleiben. Ist einfach so. Okay, ich bin ehrlich. Ich mach das jetzt nochmal auf nett. So, also Sean hat jetzt schon mal seine Geschenke ausgepackt. Bist du zufrieden? Ja, sehr. Schön. Und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal dazu über, meine Geschenke noch auszupacken. Richtig. Weil mir fehlen ja auch noch ein paar. Also kommen wir jetzt quasi zum wichtigen Teil des Videos. Bei dir ist es ja wirklich so, dass du dein Hauptgeschenk noch nicht bekommen hast. Das ist richtig. Ich bin tatsächlich der Einzige, der das Hauptgeschenk noch nicht hatte. Obwohl die letzte Woche schon ziemlich geil war. Muss schon sagen, dieses Faltbrett von Big Bang Theory, das war schon cool. Na, wenn du schon so zufrieden warst, dann brauchen wir gar nicht weitermachen. Was hältst du denn davon? Dann nehme ich den Rest mit. Raus! So, wir machen jetzt hier mal einen Cut. Der Andi, der wartet natürlich jetzt auf seinen zweiten Teil der Geschenke. Sind schon wieder drauf, ja. Okay. Ja. Ich habe mich bewaffnet mit einem Messer, mit dieses Mal einer etwas größeren Schere, weil ich meinen Kollegen geraten haben will, dass die Geschenke dieses Jahr größer ausfallen. Und ich würde sagen, dann gib mal ran den Stoff hier. Ja, dann wollen wir mal anfangen, Herr Andi. Was denkst du denn, was wir so uns einfallen lassen haben? Da ist eine Birne drauf. Eine Birne, was sagten die dir? Na, das ist Apple für Hartz 5 oder so. Also quasi nicht Apple, sondern Pia. Ja, wir wissen ja auf jeden Fall, dass du was zurzeit planst, computermäßig. Und da haben wir uns gedacht, dass wir keine Reklame machen, ne? Guckst da am besten mal rein und dann kann man ja immer noch was dazu sagen. Ach du Schande. Gut, so. Ne, also großes Paket, das ist schön, ne? So muss es sein. Was in den Paketen drin ist, ist es am Ende eigentlich erstmal wurscht, hauptsache groß und teuer. Das ging jetzt einfach. Also wie du siehst... Freunde, schaut euch das an, das ist ja auch eine derbe geniale Idee. Du hast ja gesagt, du willst so einen Computer zusammenstellen und deswegen haben wir uns gedacht, wir erleichtern dir das und stellen dir selber ihn zusammen. Ist das nicht geil? Das ist eine sehr, sehr geile Idee. Deswegen. Ich habe ja drin gerade was gesehen. Aber erstmal wirklich, also das ist so eine dermaßen geile Idee. So, und jetzt kommen wir erstmal dazu. Das kommt mir unheimlich bekannt vor. Kann mir gar nicht vorstellen, wo. Ich habe das in Thorsten geschenkt und der Thorsten hat es dann dir geschenkt. Ja, ja, ich habe das gesehen. Ja, und ich dachte, du wolltest jetzt demnächst bei dir reinigen, gäbe ich dir das wieder. Was ist denn das hier? Ja, was soll das so sein? Fast. So, sehr geil. So. Machen wir. Upsi! Na? Fürs Bad. Kann man immer gebrauchen. Ja, auch das hast du gerade erst geschenkt bekommen. Kann nicht sein. Doch. Nein. So, demnächst übrigens
mein eBay-Kleinanzeigen-Profil ist wieder, also es ist öffentlich und da sind einige Artikel demnächst dann zu finden. Schaut da gerne mal rein. Top-Preise, mache ich euch gute Angebot, alles gut. Aber das werde ich mir auf jeden Fall aufheben. Das ist schon richtig geil. Ja, natürlich schön, ne? Den angebissenen Apfel kann jeder. Stich, das ist eine neue Marke. In 2-3 Jahren, ganz groß. Ne? Sehr geil. So, aber das kann ich ja nicht annehmen. Warum denn nicht? Ich kann doch nicht annehmen, dass es schon alles gewesen sein soll. Natürlich. Du hast ja, du sagst jedes Jahr aufs Neue, du willst nicht mehr. Du bist zufrieden. Na, ich will nicht mehr, aber ich will auch nicht weniger. Naja, aber komm, Andi, wir wollen dich nicht lange foltern. Ne? Wir haben so, also es war wunderschön. Wir haben noch was für dich. Ist noch ein kleines Geschenk. Oh Gott. Ich hab das vorhin schon die Treppe hochge... Scheiße, das klappt. Ja, das klappert ein bisschen. Aber ist nicht schlimm. Oh. Das muss klappern. Ich krieg's an meinem Ohr nicht vorbei. Ach so. So, Freunde. Ein wunderschönes Video. Ist das auch oben jetzt? Das ist oben. Wie soll man denn das jetzt hier aufkriegen? So wie du es einfach aufgemacht hast. Das ist mit viel Liebe und viel Triebe. So, ich stehe jetzt hier mal kurz auf. So, ach du Schande. Ne? Du hast ja gesagt, du bist jetzt auf den Tritt gekommen, ja, du willst ein bisschen Gewicht verlieren. Und wenn man Gewicht verlieren will, und achtet mal ja auf die Ernährung. Und da gehe ich mal davon aus, dass du natürlich auch viel für dich kochst selber. Und deswegen ist das erste gleich mal oben drauf. Okay. Ne? Weil ja, das ist richtig. Ja, ich koche sehr viel für mich selber. Und da kann man Wunderkerzen immer gut gebrauchen. Mhm. Kannst du schönes Licht abends machen. Ihr habt ja jetzt nicht allen Ernstes einen Kochtopf geschenkt. Es ist kein Topf. Es hat einen Deckel? Ja. Ah, mit. Richtig. So, warte. Ich kann nach allen Möglichkeiten geeignet, ne? Siehst du das selber. Geschenk Nummer 1, ein Kochtopf, Freunde. Richtig, richtig nice. Da kann mir irgendjemand mal was kochen. Ich kann ja ein paar Tipps geben. Ich fasse es nicht. Das neue iPhone 12 Pro. Kurze Geschichte, das schenken wir uns jetzt seit mittlerweile wie vielen Jahren gegenseitig? Keine Ahnung. Wir haben das neu gekauft, also. So, was haben wir denn hier? Einhornpups. Kannst du ja gerne mal aufmachen, vielleicht riecht es so gut. Auf alle Fälle klebt das wie Sau, sind nämlich schon offen. Mmh, super. Einhornpups. Ja, das ist super. Ist das eine Kerze? Ja, so eine kleine Kerze. Eine ja. Kerze. Hm? Eine Eierkerze. Hier Ostern oder was? Oder? Steht an. Nächstes Jahr. Das ist nicht. Kann man gebrauchen. Und ein Korb. Und ein Hut. So. Also denkt immer dran, demnächst bei eBay Kleinanzeigen, auch hier wieder keine Werbung für eBay, aber gibt es diese ganzen tollen Dinge zu absolut Top-Preisen. Wie gesagt, mache ich euch gute Angebot, gute Preis. Alles super. Für dein Abnehmen Vorhaben, ne? Kannst du bitte trainieren. Wer sich dran erinnert, Freunde, ne? Ich baue mir mein Studio Teil 2. Ich verlinke euch das jetzt da oben mal. Hm? Auch die demnächst könnt ihr auch steigern. Gute Preise, gute Angebote. Oh, jetzt wird's interessant. Jetzt kommen nämlich langsam größere Teile. Fondue. Du weißt, wie das funktioniert? Ich steck da unten irgendwas rein. Kann man gut gebrauchen. Wirst du wahrscheinlich nie nutzen. Ruhe. Hier könnte ich jetzt einen Trommelwirbel einfügen, aber das wäre verschwendeter Trommelwirbel. Nummer 2. Und die passen irgendwie zu dir. Farblich richtig geil. Nicht? Die letzten 3-4 Sachen sind tatsächlich alles Dinge, die wir uns seit mehreren Jahren hin und her schenken. Und keiner behält die mal. Ich möchte mal wissen, was die alle gegen diese Geschenke haben. Weil sie alle von dir sind. Selbst der Markus verschenkt die guten Sachen weiter. Von dem hätte ich das ja noch gar nicht gedacht. Wirklich jetzt intelligenter? Aber nur ein Hauch. Ich bin viel intelligenter. Ach du Scheiße. Was lachst du da? Nichts als gut. So, wir machen weiter.
Und das ist wieder was für Ostern. Ja, Ostern steht vor der Tür. Ne? Wer kennt das nicht an Ostern, wenn dieser bärtige Mann kommt mit rotem Mantel und die Ostereier versteckt. Richtig. Wer kennt das nicht, Freunde? Blutkonserve für ein Unfallopfer. Das soll jetzt nicht heißen, dass du ein Opfer bist. Ob man was denken könnte, ne? Aber... Memo an mich selbst, der kommt nie wieder mit in irgendein Video. Musste bestimmt auspacken, durch Folie riecht man ganz schlecht. Ja, Lavendel. Hier wehe, du verstreust das Pulver jetzt überall in meiner Bude. Ach, geil. Da wird's mal hier gut riechen. Mmh, geil. Kannst du weitermachen? Ich rieche bitte. Wie gesagt, das gehört jetzt schon damit zum Hauptgeschenk. Okay, gut. Und zwar lässt er das nur noch so. Okay. Und zwar, wir kommen jetzt mal langsam zum Hauptgeschenk, weil ich denke mal, du hast schon lange genug gelitten. Ach, alles gut, mir macht das Spaß. Und du hast ja, wie du gesehen hast, am Anfang schon einen richtig geilen Laptop gekriegt. Aber wir wussten ja, du suchst ja eigentlich einen Tower. Mhm. Ne? Mit separaten Monitor. Du hast ja schon zwei Monitore und willst ja deinen eigenen Rechner zusammenbauen. Das haben wir aber trotzdem für dich übernommen, weil du merkst uns zu lange einfach. Ne? Mit irgendwelchen Grafikern, Junge, das will keiner. Sag das Nvidia, ne? Nicht mir. So, und da haben wir uns gedacht, wir bauen dir jetzt wirklich einen absolut hammergeilen Rechner zusammen. Und der Tower ist drin und das wird dann dein Monitor sein. Okay, also wir halten das jetzt mal so. Alles tatsächlich aufgebaut wie ein Monitor. Ja, das ist herrlich. Happy Birthday. Und der Tower ist ja drin. Kannst du aber alles Beats erstmal hinstellen, ein Bild machen. Wenn ich dran denke, blende ich das dann hier an dieser Stelle ein. Und bevor wir jetzt diese zwei Sachen hier auspacken, gucken wir erstmal noch, ob dann wirklich nichts mehr drin ist. Aber ich sehe, da ist noch was drin. Man muss ja immer wissen, wie spät es ist, nicht wahr? Ja, Freunde. Wie Montana Black schon sagte, was ist besser als eine Rolex, zwei Rolex? Erste ist schon mal da. Sagenhaft. Das Geld ist also, einfach da. Ja. Ne, das muss man, raus. Ne, das muss man schon sagen. Und die muss man immer pfleglich behandeln. Richtig. Hat die für euch noch irgendeinen Wert? Materiellen? Ja, materiellen. Nö. Ja. Also, Freunde. Die Rolex ist am Start. So, und jetzt packen wir mal diese beiden Sachen hier aus. Welches denn jetzt eigentlich zuerst? Fangen wir mit dem Kleinen an. Mit dem. Wir haben hier oben einen Prüfungshelfer. Prüfungshelfer für Fachverkäuferinnen, also FachverkäuferInnen im Fleischerhandwerk. Genau. Das kannst du anwenden. Du willst ja abnehmen. Und da weißt du ganz genau, welches Stück Fleisch du dir immer rausschneiden musst. Tina Kaspari mit 12. Fühlt man ganz anders. Kev und Kevl, zwei Freunde auf 8 Pfoten. Kennst du das nicht? Nein, tatsächlich nicht. Musst du mal reinziehen, das ist geil, das musst du mal gesehen haben. Kev und Kevl, Freunde. So, Andi, bevor du jetzt hier mit voller Begeisterung das letzte Geschenk öffnest, das ist jetzt wirklich dein Hauptgeschenk, der okay. Rechner, ne? Also, was du jetzt damit machst, ist deine Sache, ne? Aber zum Zerstören wäre eigentlich zu schade. Ganz vorsichtig. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich habe das komische Gefühl, das Messer rutscht lieber anders ab. Ohne geht nicht, ne? Freunde, aber originalgetreu, ne? Mainboard mit den ganzen Anschlüssen. Was man halt so sieht. So, wir machen jetzt nach und nach das Zeug aus, was hier drin ist. Wir hatten das auch mal eine Zeit lang, ne? Karton in Karton in Karton in Karton. Richtig, das habe ich mal eingeführt. Oh mein Gott, ey. Das war schön. Also, wir legen los mit einem Hut. Du kannst dich ja sicherlich noch dran erinnern, was du vor uns gesagt hast bei deiner Rolex. Ne? Eine Rolex ist keine. Ne? Und du weißt, wir legen gerne noch eine Schippe drauf. Nur als Witz gedacht. Zwei sind immer besser. Die behandle ich mal etwas sorgsamer als die letzte. Wie gesagt, hier Batterie reinmachen, ist wieder super. Richtig. Wie gesagt, eBay, Leute. eBay. Ja, ich verschenke doch eure. Ich verkaufe doch eure guten Geschenke nicht. Ach so. eBay.
Ich räume das Nahrrad weg. Ich bin kontrolliert. Okay. Ja? Deine Frau ist ganz schön nervig, weißt du das? Ja, die nervt echt. Das gibt wieder Entzug, Freunde. Aber gut, was man nicht hat, kann man mir nicht wegnehmen. Dann machen wir, würde ich sagen, damit weiter. Also quasi mit dem Mainboard. Hier ist das Herzstück mit drin, ne? Die Grafikkarten, alles was man dazu braucht. Das Mainboard, die Grafikkarte ist nicht im Mainboard. Ich geh mal rüber. Ich weiß gar nicht, warum der immer so eine Angst hat. Ach ja, eine kurze Geschichte, die muss ich an dieser Stelle einfach nochmal erzählen. Die war so in einem Video schon mal von dem Umbau leicht abgekürzt. Das ist übrigens der gute Mann, der getestet hat, ob auf der Leitung noch Strom war. Ja. Also ich fand das geil. Nachdem ich dich gefragt habe, ob die Sicherung raus ist und du ja gesagt hast, ja, fand ich es geil. Aber komm, ich habe den Strom sofort abgestellt, nachdem du gesagt hast, da ist noch Strom drauf. Also du hast es nicht wortwörtlich gesagt, sondern es war eher so ein... Wie gesagt, man braucht immer Visitenkarten von den verschiedensten Anbietern. Achso, ich mach das jetzt mal nicht weiter auf. Eine Visitenkartenmappe. Hä? Visitenkartenmappe. Du lebst gefährlich. Oh nein, ist nicht euer Ernst. Natürlich. Nur das Beste für dich. Oh nein. Ich weiß nicht, was er hat. Ja, Freunde, das sind tatsächlich alles. Das sind 10-Cent-Münzen, oder? Ja. Das sind alles 10-Cent-Münzen. Das sind doch wenigstens nur 2, da geht's doch. 4.23. Das ist doch schön, da kannst du mir endlich was zu Weihnachten kaufen, was Feines. Und dann wieder eine Schachtel Reiszwecken wie letztes Jahr. Ich fand die Idee super. Nachdem du dich auf die Reiszwecken gesetzt hast, warst du wenigstens ja, mal kurz laut, aber dann noch eine ganze Weile ruhig. Das war doch auch schön. Meine Frau. Ist schon eine Nette. Ich habe ja auch im vorletzten Video noch erzählt, dass ich noch auf der Suche bin, also es ging dann doch etwas schneller. Aber es war so romantisch. Wie wir uns kennengelernt haben? Ja, immer mit uns ist alles romantisch. Ich habe dich beim Schrottwichteln gewonnen. 25. Pass auf, ich zeige euch jetzt was in die Kamera. Dieses Zeug ist jetzt überall hier vorne. Fein, deine Stirn glitzert so schön. Das ist fett, weil ich schwitze. Nee, Glitzer, Glitzer. Kurze Geschichte vom letzten Jahr. Letztes Jahr haben zwei meiner Kollegen ein Geschenk auspacken wollen. Der eine sollte das festhalten, hat das allerdings ziemlich schlecht gemacht. Der andere sollte da draufschlagen, dass es so auseinander geht. Mir fällt jetzt gerade nicht ein, was es ist. Er hat dort drauf gehauen und danach haben wir erstmal bei mir gewischt. Die ganze Bude war eingesaut. Es war noch Bier. Du warst doch noch gar nicht da letztes Jahr. Ja, du hast mir erzählt. Also Leute, ich bin sprachlos, um mal zurück zum Thema zu kommen. Aber bevor du dich bedankst, ne? Ja. Du hattest für uns noch ein Geschenk in der Hand, das hast du nicht so richtig angeguckt. Und da solltest du vielleicht noch mal reingucken. Was? Ja. Deine Visitenkarten. Muss man ab und zu mal genauer hingucken. Okay. Das ist immer so oberflächlich. Halt jetzt die Klappe da hinten oder ich hau dich morgen wieder raus. Aber da hat sie recht. Ja, wenn man der Auto nicht anspringen, Taxiunternehmen ist auch immer geil. Clients an der Hand zu haben. Ein Personal Coach. Ja, das kann ich übernehmen. Wann brauchst du auch noch eins für Beziehungsberatung, wenn du so weitermachst? Ich brauche nichts mehr für Beziehungsberatungen, weil du morgen wieder vor der Tür sitzt. Ich fass es nicht. Also, das geht hundertprozentig. Also, ich zeig jetzt mal eine Seite, ne? Wow. Wie du schon sagtest, du willst ja einen Rechner bauen mit unserem... Nee, hast du ja leider jetzt auseinandergenommen. Ich glaube nicht, dass du den so schnell wieder zusammenkriegst. Und dann kannst du dir vielleicht was Passendes dazu holen, was du brauchst, ne? Auf jeden Fall. Also, deswegen. Auf diesem Weg, es geht ja jetzt leider nur auf diesem Weg,
riesengroßen Dank an meine Freunde. Ja, und mir auch. Morgen ist die wieder draußen. Dann willst du geraten haben. Wann sollen wir sonst saufen, Mann? Ja, also wie gesagt, riesengroßen Dank an meine Freunde. Absolut geile Aktion. Jetzt auf diesem Weg, aber ist ja sowieso schön gleich öffentlich. Da kriegt es auch wieder mit. Wir haben einfach einen geilen Freundeskreis und ja, hoffen wir, dass wir uns bald wieder in gewohnter Weise treffen können. Dann in den nächsten Jahren auch die Geschenke wieder gemeinsam auspacken können. Natürlich. Und ja, also richtig, richtig geil. Es hat mega viel Spaß gemacht. Wie gesagt, das Video war jetzt hier auch ein bisschen geschnitten, denn sonst hätte es den zeitlichen Rahmen komplett gesprengt. Ja, Freunde, aber ansonsten, ich gehe mich jetzt mal noch per WhatsApp persönlich bedanken bei allen. Und ansonsten war es das erstmal fürs Video. Danke, dass du mitgemacht hast. Kein Problem. Hab's gerne gemacht. Vielleicht klappt's ja mal wieder. Ne? Mal sehen. Du hast ja, so einige Formate, die du zurzeit laufen hast, wie zum Beispiel dein Abnehmen. Kann man ja vielleicht auch mal was zusammen machen. Ich will ja auch zurzeit abnehmen. Ausschneiden. 20 ja. Kilo will ich mal abnehmen. Ne? Du hast ja auch so ein gewisses Ziel. Vielleicht trainieren wir mal zusammen. Andi, da machst du mit, hä? Du fährst nicht erst morgen nach Hause, sondern heute. Freut uns, dass es dir gefällt. Also absolut perfekt. Ja, vielen lieben Dank. Ja, ansonsten war es das jetzt erstmal für dieses Video. Am Sonntag kommt dann wieder eins eurer gewünschten Weihnachtslieder. Und nächste Woche plane ich ein Sketch-Video über so die verschiedenen Typen zu Weihnachten. Da könnt ihr gespannt drauf sein. Ja, würde mich freuen, wenn ihr da wieder reinschaut. Ansonsten war es das jetzt für dieses Video. Bis dahin, haut drinne und ciao. Tschüss.